willkommen zu einer neuen kurzen Gitarren-Intro-Tutorial-Einheit. Heute gucken wir auf eine der tollsten und unglaublichsten Gitarristen aller Zeiten, Jimi Hendrix. The Wind Cries Mary. Los geht's, 3, 4. Ganz genau, so soll es sein. Was habe ich genau getan? Also ich starte hier auf dem 6. Bund der A-Seite und der E-Seite. Oder andersrum, der E-Seite und der A-Seite. 8. Bund D, 8. Bund G. Das heißt, ich lege meinen Zeigefinger wie so eine Art Mini-Barret über die tiefe E-Seite und die A-Seite. Dann nehme ich den Ringfinger und den kleinen Finger von 8. Bund auf D-Seite und den 8. Bund auf G-Seite. Und das ziehe ich jeweils einen Halbton höher. Also ich nehme diesen gleichen Akkord und verschiebe ihn jeweils im einen Bund, sodass ich am Ende im 8. Bund lande mit dem Zeigefinger. Also 6. Bund, 7. und jetzt 8. Und das lasse ich eine Weile klingen. Ja? Gut. Die nächste Figur. Typische Hendrix-Figur, das heißt, man spielt drei Seiten mit so einer Art, auch wieder so einer Art Mini-Barré. Also den 8. Bund auf der A-Seite, den 8. auf der D- und auf der G-Seite. Und jetzt, nachdem man das gespielt hat, macht den Hammer-On mit dem Ringfinger in den 10. Bund. Müsst aber dafür Sorge tragen, dass die darunterliegende D-Seite immer noch klingt, unter der A-Seite. Ja? Also sowas hier. Wenn man es etwas flüssiger spielt, klingt es dann so. Auch hier wieder diese gleiche Stilmittel. Das heißt, ihr schiebt diesen Akkord immer einen Halbton höher, um einen Bund höher. Ja? Also ihr beginnt im 8. Bund, 9. 10. Und lasst auf diesen Akkord eine Weile stehen, um genau zu sein, über eine halbe Note plus ein Achtel. Ja? Also, den ersten Takt nochmal. Den zweiten. Der dritte Takt ist wie der erste Takt. Der nächste Takt ist auch so wie der zweite, also der vierte Takt ist wie der zweite. Plus diese Melodie, die ich eben gespielt habe. Ihr startet auf dem 13. Bund der E-Seite, der Tiefen. 10. Bund und 12. Bund auf A-Seite. 10. und 12. Bund auf D-Seite. 10. Bund D-Seite nochmal, 12a, Slide, Down. Ja, und jetzt noch einmal im Verbund, 3, 4. Richtig cool. Achte dabei auch ein bisschen auf den Rhythmus. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wenn es euch gefällt, gebt mir ganz noch ein Like oder abonniert meinen Kanal auf YouTube, Mannheim Guitar Academy oder besucht doch mal meine anderen Social Media Aktivitäten, zum Beispiel Instagram, Mannheim Guitar Academy, das ist mein Kanal. Ich wünsche euch was, bis dann, tschüss!